Ja, und somit ein recht herzliches Hallo aus Limburg, Belgien, wenn ich es richtig lese. Wieder zu MXGP 2. Sorry, ja, momentan ist ein bisschen stressig. Aber wenn es geht, nehme ich auf natürlich. So, und jetzt fahren wir auch. Zack, Position 2 hinter Fibre mal in der Startaufstellung. So, noch einen kleinen Schluck zur Stärkung. Perfekt. So, und eigentlich riskieren wir da jetzt einmal eine kurze Übersetzung, glaube ich. Das könnte da passen. Notfall müssen wir nochmal zurückgehen, aber so grob könnte das mal wieder passen. Da haben wir jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen gehabt. So, wo sind wir da auf der 2? Nein, das war auf der anderen Seite. Neuen Helm habe ich auch. Mal so spontan jetzt einfach genommen. Jetzt weiß ich die Marke gar nicht mehr. Ah, verdammt. Und schon mal eine Fehler. Eieieiei. Shit. Aber schauen wir mal innen. Ha, da haben sie alle ausgetrickst. Und sogar den Holeshot. Wahnsinn, obwohl wir den Start komplett verpennt haben. Also wir, ich. Ja. Hoppala. So. Mal kurz zum Schauen. Ein Showy, genau. Showy-Helm haben wir. Schwarz, dann ein bisschen rot, ein bisschen blau drin, vorne ein bisschen weiß beim Mond. So, komme ich da nicht näher irgendwie? So, genau. Ja, da ist eine Feder runter, das hat mir irgendwie spontan jetzt irgendwie gut gefallen. Ja. Wenn es interessiert, neuer Helm. Hat gerade Bock drauf, so. Schau mal hier die Gerade runter mit der kurzen Übersetzung. Ja, da springen wir, das könnte passen. Schauen wir mal. Zack. Eins von... Ach du Scheiße. Aha, jetzt haben wir den Salat. Eins von drei, jetzt habe ich nicht umgestellt, die Runden. Sorry. Ach du Scheiße. Vom letzten Mal, ja. Eieiei. Ja gut, macht ja nichts. Oh, da hinten kommen sie schon alle. Jetzt schauen wir mal eine Runde durch hier. Ah, da geht's nach links, ja. Na, da muss man vor ein bisschen in die Bremse. Also gut verschlafen auch. Ah, für Onboard. Könnt's. Naja, könnte aber passen. Ich muss mir überlegen, ob ich nächste Saison dann... Ja, im Hälfte so und Hälfte... Und Hälfte Onboard fahren soll. Also als... Übergang oder generell, dass für jeden was dabei ist. Ein Rennen so und ein Rennen onboard einfach versuchen. Komplett abkacken werden wir wohl hoffentlich nicht. Runde 1. So, hier steht eigentlich eh ganz Coppola. Das wollte ich gar nicht. Nein. So hinten schauen wollte. Okay, hat sich erledigt. Wir fahren jetzt dafür onboard durch. Schon, wenn wir schon nur zwei, drei Runden nehmen. Wenn einem auch die onboard gar nicht gefällt, schreibt es mir das auch ruhig rein. Bis jetzt hatte ich nur positive Rückmeldungen für die onboard. Genau, hier ein bisschen raus. Ne? Das ist sogar onboard besser gegangen wie von hinten Third Person. Ich glaube, hier sind wir auf der Strecke, glaube ich, sind wir um nichts langsamer.
Ah, da können wir auch auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, on board probieren. Über die Saison. Ob wir meistermäßig dann dabei wären, wenn wir komplett on board fahren, weiß ich nicht. Ja, und da sind wir auch schon in der dritten Runde. So schnell kann es gehen. Aber jetzt in dem Fall gar nicht so blöd, weil wir eh so weit vorne sind auf der Strecke jetzt. Also warum sollten wir noch zwei Runden hier alleine mit, ich weiß nicht, wie viel Vorsprung herumgurken? Das Rennen werden wir gleich direkt komplett onboard starten. Interessant wird es vielleicht nur ein bisschen, wenn man nicht als erster dann durch die ersten Kurven kommen. Beziehungsweise vielleicht sogar einen Sturz hätten. So, jetzt sind wir gleich da. Da rechts kommt schon. Sehr schön, und das war auch schon wieder der Sieg hier in Belgien. Beim ersten Lauf und nagelt's weiter. Sehr geil. Das sind gute Punkte. Desal und dann Fiebre, Koltenhof auch dabei. Wunderbar. Ich glaube, das mit der kurzen Übersetzung können wir lassen. Aber es war dem Vorsprung, glaube ich, relativ egal. So, Freunde. Zweites Rennen. Es nähert sich schon langsam das Ende der Husqvarna-Saison einmal. Kann ich hier in die... Hier muss ich sogar von da starten. Ah, wieder verschlafen. Ich kann, oder? Also Kamera wechseln konnte ich jetzt nicht in der Startaufstellung. Ich habe es probiert. Man kann dann erst, wenn es losgeht, wechseln. Aber gut. Macht ja nichts. So, wir haben uns mal durchgesetzt. Wunderbar. Ja, schon langsam finde ich auch ein bisschen Gefallen dran hier an der Onboard. Ja, Formel 1 steht vor der Tür. Ich weiß, wird zwar die MX-Freunde oder nur MX-Freunde nicht interessieren, aber kleine Info am Rande trotzdem für alle, die es interessiert. Am 19. kommt sie raus und da werde ich auch ziemlich zeitnah gleich einmal die Karriere wieder starten. Ich habe irgendwie leider nichts von Coop gesprochen, entweder also Coop-Saison. Da habe ich leider noch nichts gelesen. Der einzige Multiplayer, was man gelesen hat, ist, dass jetzt endlich alle mal menschliche Fahrer sein können beim Fahren. Nicht nur 16 und der Rest ist dann KI oder so. Ja, war auch sehr schwierig bis jetzt das Rennen zu machen, aber okay. Auf einer Coop-Saison dann mit dem Mike habe ich leider noch nichts gelesen. Aber gut. Wir werden es dann dort noch sehen. Ja, den Hügel kann man auch ein bisschen anders nehmen, dann habe ich heute noch nicht so drauf. Der geht sicher schneller, wenn man ein bisschen besser ausholt, wenn man da gerade drüber zieht. Ja, hier sind sie
Minimum eine Sekunde zu langsam auf der... Also das ist so krass wieder easy, dass wir wieder so langsam sind. Fahren noch in Strecken. Ja, auf dem Meister eigentlich eh okay. Ja, und hier ist natürlich auch keine Stelle, wo man leicht stürzen kann. Dann riskiere ich natürlich logischerweise auch nichts hier. Dann kommen wir gar nicht in Versuchung. Noch 40 Sekunden runter, das dürfte mein Ziel sein. Jetzt habe ich das wieder verpasst hier. Die Anfahrt. Boah! Shit. Ja, dann hat er mich vor dem Sturz bewahrt und hat mich vor dieser weißen Begrenzungs... Keine Ahnung, was es ist, ist da Heu drin. Auf jeden Fall bewahrt vor dem Sturz und habe mich gleich zurückgepimpt, weil er gemeint hat, ich bin off von der Strecke. So. Achso, hoppala, noch eine Runde ist noch, sorry. Okay, das wäre jetzt auch wieder schnell gewesen. Hagel die Saal hinten. Ah, Februar jetzt auf 3. Schade, der greift gerade an. Ich hoffe, sie fighten noch weiter. Das heißt, die Chance ist dann noch da. Nagel auf 2. Doppelsieg für Husqvarna. Auch gesamt könnte was werden. Wieder mal zum Abschluss der Saison. Ja, eine Teamwertung wäre geil. Schade, das hätte mich jetzt auch interessiert. Aber ich glaube, da bin ich mit Nagel wirklich vorne. Also das... Ah, man, oh, ja, ja, oh, oh, oh. Man könnte alle Punkte zusammenzählen, aber muss man nicht. So, das war jetzt ein bisschen besser hier. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Es wäre nur jetzt nebenbei ein bisschen interessant schon, aber ja, so wichtig ist es nicht. Aber ich glaube schon, dass wir Erster sein würden. Und Febre alleine macht so gute Punkte, aber er hat keinen zweiten. Und das ist zu wenig mit mir und mit Nagel. Sonst sind auch nur Lesal, Suzuki, der war kein Zweiter dann eh, der da annähernd mit den Punkten gut mithalten könnte. Ganz vorne halt. Caroli mit der KTM, ja. Das war's dann eh schon ziemlich. So, da sind wir im Ziel, wunderbar. Ach, jetzt habe ich wieder meine Uhr nicht gestartet da unten, das gibt's ja nicht. So, 5 Minuten, das andere wahrscheinlich auch um die 5. Das heißt, wir sind 10, da müssen wir ungefähr bei 11 bis maximal 12 Minuten einmal... aktuell sein, ja. Hm. Gut. Nein, jetzt ist Febre noch Zweiter geworden. Ich fass es nicht. Naja. Gut. Und somit auch noch ein Desal hier in der Gesamtwertung von heute vorbei. Ja, ist so. 599 Punkte, da schauen wir eh ganz gut aus. Knappe 600 schon. Desal an Cairoli. Ja, Cairoli haben wir gar nicht gesehen da vorne. Da ist irgendwo hinten herumgeguckt. Ganz schlechtes Wochenende für Caroli anscheinend. Nagel mit 5,16. Hängt da trotzdem Febre. Trotz allem noch immer hier dran, obwohl Febre doch klar meistens den Speed-Vorteil hat eigentlich. Also Nagel doch top unterwegs. Den Umständen entsprechend, sagen wir mal so. Wirklich sehr gute Leistung. Phänomenal. Phänomenaler Baum. Baum gewinnt spektakulär das Wochenende in Belgien.
Ja, und beim Formel 1. Endlich kann man auch die Nummer aussuchen. Man kann auch den Helm designen, aber ich werde da jetzt eher ein kleines Abschlussvideo vom 2015er, glaube ich, noch machen. Da werden wir das noch ein bisschen ansprechen. So, Montaba, Freunde. Da dürfen wir jetzt nur ja erst 13 oder was haben. Schauen wir da kurz rein und fahren wir noch ein, zwei Runden im Quali, oder? In Mantova. Das ist keine Entschädigung. Sonst wäre es doch ein bisschen kurz. Starten wir einfach mal kalt rein und schauen mal, wie es aussieht. Na, optisch schaut schon mal ganz gut aus, das Ganze. Ja, mit dem dunkleren Braun und das Grün auf der Seite schaut doch relativ nice aus. So, wir fangen gleich mal hier so. Das können wir gleich mal hier testen im Quali. Ist ja scheißegal. Pauline, ja, der ist auch über... Also nicht, dass er... Er ist halt nicht ganz vorne dabei, sagen wir so. Wir können sie gleich mal testen, ob wir fürs Rennen dann auch wieder on board hier unterwegs sein könnten. Wow! Muss ich doch ein bisschen vorausschauender schauen, weil hier on board sieht man es dann nicht ganz so schön, was kommt. Ich sehe jetzt auch nicht, ob da innen einer ist bei mir. Ah, da werden wir schon noch unsere Erfahrungen machen. Also ich sehe, da ist er eh. Ja, das ist ein bisschen schwierig eigentlich. Also im Zweikampf wird das sicher schwieriger. Oh, da ist er eh da rechts. Da werden wir sicher ein paar Unfälle oder was haben. Deswegen müssen wir da vielleicht überlegen, ob man nicht die ersten ein, zwei Kurven von draußen fahren, dass wir da mal das Gröbste hinter uns haben. Uiuiui. Oh, das ist eh eine relativ schwierige Strecke. Ja, probieren wir es gleich weiter. Onboard, ist ja wurscht. Oh, da sind Hügel. Jetzt habe ich das gesehen. Da bin ich voll reingefahren. Aber gut gegangen. Das Finish. Aha. Zeitmäßig gar nicht so schlecht. So, eine geht noch, oder wie? Ein bisschen den Ton zurückdrehen bei mir. Das sind jetzt zwei Runden, das heißt, das wären von den Runden her zumindest eine Runde oder ein Rennen mit 5, wenn ich jetzt da 2 fahre. Obwohl mit 2 Runden, sagen wir, wir haben, da könnten wir dann 4 pro Rennen gehabt haben. Als kleiner Ausgleich. Wow, Glück gehabt, da kommt aber die Saal wieder. Aber wir sind oben witzigerweise noch immer Erster in der... Qualifying Position. Oh, das war's. Aber nicht viel verloren. Und er zählt hier trotzdem. Ah, genauso wie die Passage. Das soll mit einem Scrub. Das will ich hier on board nicht riskieren. Ja, vielleicht ist sogar das eine oder andere Onboard vielleicht sogar einfacher oder ich weiß nicht. Muss ja nicht alles langsamer und schlechter sein zum Fahren. Vom Gefühl her. Der Fall ist interessiert. Meinen 125 Kubik Roller habe ich mir jetzt auch bestellt. Und kommt nächsten Mittwoch. Nur fürs Arbeiten fahren. Ja, Motorrad in der Großstadt, das ist nichts. Und sonst habe ich keine Zeit für das zum Fahren eigentlich. Fünfter. Ah, da haben wir schon wieder die Runde. Sehr gut. Zurück zur Box. Ja, eine Biagio Medley haben wir doch gekauft. Keine Kümko, wie ich glaube ich letztes Mal noch erzählt habe. Also Biagio S in Blau, wenn es interessiert.
So, wir spulen mal vor. Ich bin Sechster, macht aber nichts. Obwohl, nö. Oder doch? Lass mal gleich nächstes Mal direkt ins Rennen reingehen. Ja, das geht schon, oder? Ich kann überlegen, aber wenn ich jetzt aussteige, dann kommt noch einmal das Qualifying. Und ich kann noch eine Testrunde fahren vor dem Rennen. Das ist jetzt schwierig. Ja, ich lasse es mal so. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Das war's mit dem Part. Und vielleicht schaffe ich's. Nein, jetzt habe ich es wieder nicht eingestellt, ich Trottel. Meine Güte. Scheiße, jetzt kann man es ja nicht mehr ändern. Ich kann gleich weiter drücken. Jetzt sind wir wieder bei 3 Runden. Ach du Kacke. Den Fehler ziehen wir jetzt mit. Bis zum Schluss wahrscheinlich. Eieieiei. Okay. Ja, ihr wisst Bescheid schon für den nächsten Part. Aber ist egal. Spaß haben wir trotzdem gehabt. Jo. Dann einfach bis zum nächsten Mal, wie es ausgeht. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.